Das ist mal eine Review zu den kompletten DLC, das Arms Race DLC, beziehungsweise ja, Weitritt und Season Pass, dass man halt ein extra Skill Tree dazu bekommt, den man hätte reinpatchen können, das wissen wir ja, und wie beschissen der ist. Und dass in Chaos Level 11 halt man in dem Sinne weniger hat als in 10 und man kriegt trotzdem Loswaffen und Chaos Level 10. So, was ist jetzt eigentlich Arms Race? Arms Race ist ein DLC, was auch dabei ist, und ja, es ist PUBG. Es gibt ja anscheinend nicht genug PUBG-Dreck da in der Spielewelt. Nein, jetzt macht auch noch Borderlands 3 so ein PUBG-Müll. Ihr könnt mit euren Freunden runtergehen. Es ist wie bei den anderen ganzen PUBG-Dreck ein Wirbelwind, wo ihr dann immer hin und her gehen müsst. Ihr dürft nicht von ihr erwischt werden. Ihr habt noch nicht mehr Fähigkeiten. Ihr müsst euch alles suchen. Ihr könnt noch nicht mal euer scheiß Haustier benutzen. Es ist etwas, was einfach in diesen Scheißspielen nicht reingehört. Es ist mit Abstand das schlechteste DLC. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach hat sich das mit Borderlands für mich jetzt absolut erledigt, weil ich kann ganz einfach diesen ganzen PUBG-Dreck nicht mehr sehen. Überall PUBG, PUBG, PUBG. In einigen Dingen ist es kostenlos. Hier verlangt man Geld für Müll. Man kann es nicht anders sagen, es ist Müll. Leute, ich würde keinen einzigen Cent für diesen Müll mehr ausgeben. Es ist der größte Mist, den ich je gesehen habe. Dass man jetzt auch hier so ein PUBG-Trick reinpackt, ist für mich absolut unverständlich. Wenn es gefällt, okay, aber bitte nicht in ein Loot-Shooter, weil man einfach zu blöd ist, um sich irgendeine Story auszudenken und man dann denkt, oh, alle spielen doch so einen Scheiß, also können wir jetzt auch so einen Müll reinpacken. Es gibt ja genug Idioten, die sowas spielen. Leute, das gehört, so ein Müll gehört einfach in so ein Spiel nicht rein, mit allen Respekt. PUBG gehört in ein Spiel wie Borderlands nicht rein. Trotzdem haben sie es gemacht. Ein absolutes No-Go. Wie ich finde, wen es gefällt, okay, aber ich finde, die Leute haben schon jahrelang übertrieben mit so einem Scheiß-Spielschema. Ich hasse PUBG wie die Pest. Das ist sogar so, das ist überhaupt nicht mein Spiel. Und dann sagt man ganz einfach, ach ja, wir versprechen, jetzt gibt es so ein geiles DLC und dann ist das bloß der gleiche Dreck, den jeder andere auch drin macht. Dafür Geld ausgeben ist, als ob man das den Klo runterspült. Und das ist nicht übertrieben, ganz ehrlich. Selbst, ich hab's mit Brandy ja hier gespielt, selbst er sagt, boah, ist das ein Müll. Und selbst er hat erstes Mal eine schlechte Rezension für das Spiel geschrieben. Es ist unglaublich, ich dachte, das kommt nie, aber ja, selbst er findet es scheiße. Ne? Also spart euer Geld, ganz ehrlich. Mit allem Respekt, ich habe noch nie so ein Müll gesehen, was ihr abzieht. Bis zum nächsten Mal.